Heute Abend möchte ich über zwei Sachen sprechen. Leben und Tod. Leben für hier, Tod für hier. Aber ich zitiere heute Abend einen Bibelvers, wie ihr wahrscheinlich alle kennt. Wenn der Weizenkorn nicht in den Boden fällt und stirbt, bringt er kein Leben. Weißt du, und es gibt so Bibelverse, die kann man nicht wegmachen. Und wenn jemand das nicht erfahren hat, dann sage ich, da habe ich meine Zweifel, ob du ein wiedergeborener Christ bist. Das Sterben gehört total dazu. Und ich rede jetzt nicht von Beerdigungspredigt, sondern wir werden alle Zeiten haben in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben zu sterben. Etwas stirbt in dir drin. Weißt du, wenn diese Zeit kommt, und es kann manchmal ein paar Stunden dauern, ein paar Tage, vielleicht manchmal sogar ein paar Wochen, wo du denkst, du bist der Letzte der Versager. Du hast nichts mehr anzubieten. Du bist ein total Versagerin, du bist total im Loch und hast vielleicht nur noch den Wunsch, Herr, wäre besser, wenn du mich holen würdest. Das sind die Momente, wie schrecklich sind. Aber nach diesem Moment kommt ein ganz neues Maß des Lebens. Ganz neues Maß des Lebens. Und das sind vielleicht schreckliche Momente und ich möchte alle wie Seelsorge machen und alle wie vielleicht Pastoren sind und Verantwortung für Menschen haben, gibt Achtung, wenn so etwas geschieht bei jemand, hol die nicht so schnell vom Loch raus. Weißt du, wenn du Hauskreisleiter bist und du hast ein neues Schäflein, wie es sich bekehrt hat, dann ist es ganz wichtig, dass man es in die Hand nimmt und hilft ihm. Und die machen alle Fehler. Und du musst da sein als Papa und als Mama und du unterstützt sie und du erklärst ihnen und die helfst ihnen und dann verstehen sie wieder, es ist fantastisch. Aber es kommt eine Zeit, wo diese Schäflein mal ins Loch fallen, wo der Herr dir sagt, hol es nicht raus. Es muss lernen, allein rauszukommen. Wir wollen nicht die Leute abhängig machen. Ich möchte als Pastor nicht die Leute abhängig machen von mir, sondern ich möchte Leute abhängig machen von Gott. Und das ist etwas, wie ganz wichtig ist, dass wir das lernen, diese Sensibilität zu bekommen. Weißt du, es gibt Zeiten, da gibt es Angriffe vom Teufel. Und da müssen wir kämpfen dagegen. Aber es gibt Zeit, wo Gott dich ruft, zu sterben. Und weißt du was, da kannst du gegen alle Dämonen der Welt kämpfen. Es wird nicht helfen. Sondern ich glaube, es ist wichtig, diese Zeit zu erkennen, diese Zeit des Sterben, wenn du sie erlebst und dann kommt diese Auferstehungskraft ganz neu in deinem Leben. Wenn du das erlebst in deinem Leben, dann wirst du diese Zeit akzeptieren. Ich rede nicht von Menschen, die jahrelang depressiv sind. Das ist etwas ganz anderes. Ich rede von einem geistlichen Sterben, wie ab und zu kommen kann und kommen wird. Und wenn du das Sterben nicht erleben wirst in deinem Leben, wenn du immer diese Powermann oder diese Powerfrau bist, so diese Glaubensbewegung, wir müssen noch proklamieren und proklamieren, weißt du was, du wirst diese Sache bekommen. Ich habe einen Bruder, einen Freund von mir, wie viel Zeit früher verbracht haben, da war so, da kam so von dieser Glaubenslehre. Und wenn jemand gekommen ist und hat gesagt, du, ich bin krank, hat er sofort gesagt, du hast nicht genug Glauben. Diese Glaubenslehre kann manchmal ganz, ganz hart sein, so lieblos sein. Und es war so jemand, wie richtig so viele Leute so in den Kopf gestoßen ist und du hast nicht genug Glauben und du musst glauben, ich bete für dich und proklamiere und alles Mögliche. Und es hat da öfters geklappt. Und er war auch er selbst nie krank, bis er richtig krank geworden ist. Was und dieser Mann war ein Profi, Golfspieler. Und dann ist er auf eine Reise gefahren und hat sich erkältet. Und er hat, ich habe gar nicht gewusst, dass so etwas gibt, ist vielleicht peinlich, eine Hodenentzündung bekommen. Und es war 4 Wochen unterwegs, dauerhafte Schmerzen, ganz große Schmerzen, dass er so fast wie zerbrochen ist dran. Verstehst du? Und dann habe ich ihn getroffen und habe gesagt, ja, was ist denn los mit diesem Glaubensmensch? Verstehst du? Es war so zerbrochen, dass er niemals mehr jemand gesagt hat, du hast nicht genug Glauben. Dieses
sterben, möchte immer Gott uns etwas lernen. Es kann sehr schmerzhaft sein, aber wir wollen ja Überwinder sein. Verstehst du? Gott hat nie gesagt, du bekehrst dich und du gehst von Sieg zu Sieg. Du gehst von Sieg zu Gnade, zu Sieg, zu Gnade, zu Sieg. Du gehst nicht von Sieg zu Sieg. Und man kann manchmal die Leute in der Predigt so begeistern, die gehen nach Hause und so für Sieg gehen. Aber es kann möglich sein, dass wenn du nach Hause gehst, eine Zeit des Sterbens kommt. Du sagst, in Tunis war ich so im Geist stark, ich habe so geglaubt, dass alles. Und dann kommst du nach Hause und vielleicht kommen so Tage, wo du da bist und das Sterben ist ganz nah bei dir. Aber ich sage dir immer, freu dich, die Auferstehungskraft wird kommen. Du bleibst nie im Tunnel stecken, wenn du mit Gott bist. Es geht immer weiter. Und ich möchte heute Abend von der Bibel so ein paar Beispiele geben. In der Bibel gibt es einen Mann, der heißt David und er hat ganz tolle Psalmen und er hat immer dieses Positive und immer proklamiert und alles Mögliche. Aber es gibt einen Psalm in der Bibel und da ist es kein Glaubensmann, sondern es ist der Psalm, ich sage immer, es ist der Psalm des Sterbens und es ist der Psalm 22. Und da sagt David, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhn. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und in der Nacht finde ich keine Ruhe. Kennst du das? Du betest und bekommst keine Antwort. Du betest und bekommst keine Hilfe. Und in der Nacht bist du da und du wachst auf und sagst, Gott, gib mir doch Antwort. Gott redet doch und Gott macht das. Und Gott gibt dir keine Antwort. Und weißt du was, das gehört aus dem Sterben, keine Antwort zu bekommen. Manchmal habe ich den Eindruck, manche Christen glauben, dass Gott so, du musst nur beten, du musst nur proklamieren, das ist so wie ein Automat mit Cola-Dose, machst 1 Euro rein und unten kommt sofort etwas raus. Und wenn es nicht rauskommt, schnell genug beim Fuß mithelfen. Gott ist kein Automat. Wenn Gott dir etwas geben will und gibt es nicht sofort, dann hat es immer einen Grund. Und der Grund kann auch Sterben sein. Weißt du, es wäre doch so schön, ich würde es so schön finden, wenn ich krank bin, dass ich für Knopf drücke, Geld Gott, das steht geschrieben, tak, 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 Knöpfe drücke und dann kommt Unterheilung raus. Sofort. Aber Gott macht es nicht immer so. Gott gibt es auch eine Zeit des Sterbens, eine Zeit des Zweifels, eine Zeit, wo du denkst, er hat dich vergessen. So wie dieser wunderbare Glaubensmann Davids, hast du mich verlassen. Und dann fängt er wieder an zu proklamieren, doch du bist heilig, du wohnst unter dem Lobgesang Israel. Auf dich vertraute unsere Väter und du hast sie gerettet. Und sie haben geschrien um Hilfe und sie wurde gerettet. Und sie vertraute auf dich und sie wurde nicht zur Schande. Und er fängt an zu proklamieren, was ganz gut ist. Aber der nächste Vers hat er gemerkt, es hat nichts gemerkt, es hat nichts geholfen. Er sagt aber, ich bin ein Wurm, kein Mensch, der Spott der Leute, verachtet vom Volk. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wenn ein König, ein erfolgreicher König, ein reicher König, hat die teuerste Kleider, die teuerste Schuhe, die beste Waffe. Wenn ein König wie im Luxus lebt, sagt David, dann warum kann es einen größeren Unterschied geben? Kannst du das vor, du bist König. Und plötzlich sagt er, ich bin ein Wurm. Ein Wurm ist nackt und hat nichts anzubieten. Wie weit muss es kommen? Probier mal das geistig zu sehen. Du bist König, du bist siegreich. Du hast so Predigt gehört, wir sind Priester und Könige und wir sind Herrscher und wir sind siegreich und alles Mögliche. Und dann wird Gott sagen, ja, das ist alles toll, was du gesagt hast. Aber jetzt möchte ich dich berühren, dass du wieder dich verwandelst in Wurm. Weil ich möchte dich haben als Wurm. Weil ich habe einen Auftrag für dich, wo ich dich nicht als König gebrauchen kann, sondern ich habe einen Auftrag für dich, wo ich dich als Wurm vorher gebrauchen möchte. Was empfindet ein König, wie plötzlich Wurm wird? Und weißt du was, ist ein schreckliches Gefühl, was wir, wenn wir Gott dienen werden, alle haben werden. Es gibt Leute, die werden das vielleicht nie in ihrem Leben erfahren, und die werden überall so mitlaufen. Aber Gott wird sie nie richtig gebrauchen.
Und die werden das ganze Leben Seelsorgefälle sein und sie werden gestreichelt werden und werden sich darum bekümmern. Das ganze Leben hast du Seelsorger und Hauskreisleiter und Gemeindeältester und Pastor, die bekümmern sich alle um dich. Und du bist so getragen, bis der Herr kommt. Und es gibt andere, die möchten nicht getragen werden, die möchten Gott dienen. Gibt es einige von euch hier? Was und die, wie Gott dienen werden und die, wie eine Berufung haben, die lass Gott sterben. Und weißt du was, noch nicht einmal, sondern mehrmals. Oh, ist das eine tolle Predigt da. Boah. Oh. Ich spüre gerade Welle der Begeisterung. Sie kommen. Weißt du, warum ich dir das erzähle heute Abend? Weil es wird kommen und dann wirst du dich erinnern und dann wird es gut tun. Ich sag's nochmal, wenn du Gott dienen willst, wenn du Reich Gottes bauen willst, wenn du Autorität bekommen willst, wenn du Salbung bekommen wirst, dann wirst du das mehr erleben als alle anderen. Und wenn du sagst heute Abend, nee, das ist nicht so, ich bin zufrieden, errettet zu sein und gesegnet in meiner Familie und alles Mögliche, sag Gott, ist es okay. Aber wenn in dir etwas ist, wie sagt Herr, ich will in den Kampf gehen, ich will Reich Gottes bauen. Ich will dem Feind dann auf die Nase hauen. Dann wirst du es erleben. Und weißt du, ich sage dir etwas, wenn du das erlebst, wird jedes Mal, wie du dann später im Feind einen auf die Nase haust, wirst du mehr Power haben. Und das ist auch vor dieses Sterben. Und David wird vom König zum Wurm. Und weißt du, das ist etwas, was uns, viele von euch, er wird es kennenlernen und denkt dran, das sind nicht Dämonen, das ist nicht der Teufel. Gott lasst das zu. Alle, die mich sehen, schütteln den Kopf über mich. Er hat doch dem Herrn vertraut. Und wie geht's ihm jetzt? Weißt du, und wenn du Zeit hast des Sterbens, wo es dir gar nicht gut geht und alle um dich rum machen, Halleluja. Kennt ihr das? Habt ihr schon erlebt? Du bist da und du bist traurig und es geht dir schlechter und du möchtest am liebsten sterben. Und dann siehst du die anderen neben dir stehen, Halleluja, preis dem Herrn, mir geht's gut und alles Mögliche. Dann stellt man sich Fragen, stimmt da etwas nicht? Lieg ich falsch? Und Gott sagt, nein, nein, du hast eine extra Kur von mir verschrieben bekommen. Vom König zum Wurm werden bedeutet groß sein und dann ganz klein werden. Ganz klein werden. Ich sage dir etwas, ich habe in meinem Leben, auch durch die Gemeinde, wir haben viele, viele Prophetenschulen gehabt und viele Propheten eingeladen. Und was interessant war, jeder, wie bei uns war, hat einen anderen Charakter, hat eine andere Art, wie er arbeitet. Aber sie haben alle etwas gemeinsam. Sie haben ein paar Mal dieses Sterben erlebt, sogar auf körperlich, wie sie gedacht haben, sie werden sterben. Alle. Das ist ein Kennzeichen, wie Gott hat für Propheten. Du denkst, du bist ganz groß und da macht dich Gott ganz klein, um dir ganz neues Leben zu geben. Ich will es nicht alles, aber er betet, sei nicht fern von mir, oh Gott, sei mir ganz nah, sei mir ein Helfer. Und dann wird es noch schlimmer, dann hat er eine Vision, er sieht Stiere, wie ihr Maul groß aufmacht gegen mich, er sieht Tiere gegen mich. Was sieht denn David? Hat Halluzinationen? Nein, er sieht dämonische Mächte. Und weißt du, wenn du diesen Tod in deinem Leben spürst, dieses Gefühl, du bist ein Wurm, du kannst dich nicht mehr wehren, dann spürst du die unsichtbare Welt, diese dämonische Mächte. Und sie tun dir Angst und sie greifen dich an in deine Gedanken, manchmal in deinem Körper, in deine Psyche und du spürst diese dämonischen Sachen. Und es kann sogar möglich sein, dass in der Nacht dämonische Angriffe hast und alles Mögliche. Und du schreist, oh Gott. Und Gott lässt das alles zu. Und David, in der Situation drin, erlebt das alles. Er sieht diese dämonischen Mächte, beschreibt sie wie Tiere, wie gegen ihn gehen. Und dann hat er eine Vision. Er sieht einen Mann am Kreuz, die Hände durchbohrt, die Füße durchbohrt und wie Soldaten sein Gewand durch Los verteilen. Er sieht das und David ist überzeugt, das ist sein Ende, er wird sterben. Er ist zu Tod verurteilt und er denkt, er wird sterben.
Und dann steht in der Bibel geschrieben, Zischete, höre nach, empfang dir etwas. David denkt, er wird sterben und er weiß etwas, David. Er weiß, er ist ein Mörder, hat den Tod verdient. Und dann gab es im Tempel etwas, die Hörner der Gnade. Es gab so Hörner im Tempel drin. Und wenn du in den Tempel reingerannt bist, in Israel war es so vom Gesetz her, wenn du jemand umgebracht hast, durfte die Familie kommen und dich umbringen. Aber wenn du in den Tempel gerannt bist und hast die Hörner der Gnade vorher berührt, vor dass die Familie gekommen ist, dann dürfen sie dich nicht mehr töten. Dann hast du die Hörner der Gnade. Und David weiß es, ein Mörder kennt ja die Geschichte, er hat ja den Mann von dieser Frau, die er geliebt hat, töten lassen. Rennt in den Tempel und die Hörner der Gnade nehmend berührt sie. Und dann hat er eine Offenbarung. Und er weiß, der Mann am Kreuz, das ist nicht er. Und er weiß, es ist der Messias. Und er weiß, es ist der Erlöser. Und dann sagt er, ich werde in meine Gemeinde alles erzählen von dir. Und dann geschieht etwas Fantastisches. Er schreibt den nächsten Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und er schreibt der Vers dann 24, mach hoch die Tür, der Könige kommt. Er sieht Jesus kommen. Und dann schreibt dann die nächste Psalme ganz viel prophetisch von Jesus rein. David wurde König und er wurde zu Wurm. Er dachte, er wird sterben. Er berührt die Gnade und dann wird er Prophet. Es ist der erste Mann der Bibel, wie Jesus am Kreuz sieht. Aber vorher musste er sterben, dass er die Vision bekommt. Er musste die Hörner der Gnade berühren. Es ist für mich einer der Hauptpunkte für prophetisch werden. Für prophetisch werden musst du lernen zu sterben. Es gibt viele Leute, die möchten Propheten werden. Und es ist toll, wenn Gott dich ruft, Prophet zu sein. Und ich rede nicht von prophetischer Gabe bekommen und einmal Weissagen, sondern Prophet werden. Und Gott wird immer Leute nehmen, Glaubensleuten, Leute, die für Gott dienen wollen, Leute, die kämpfen wollen. Und sie werden sich wie Könige fühlen. Und dann sagt Gott, wenn du willst, dass du ins Prophetische gehst, dann wirst du lernen zu sterben. Und du wirst vom König zu Wurm werden. Und vom Wurm bekommst du die Gnade und du wirst Prophet. Aber weißt du was, das hört nicht auf, es geht dein ganzes Leben weiter. Ich kann das sagen, das ist ein Prinzip von Gott, wenn du Weizenkorn nicht stirbt, wird er kein Leben bringen. David ist einmal auf der Flucht, ein schrecklicher Moment, von seinem eigenen Sohn. Sein eigener Sohn hat einen Teil von seiner Armee genommen, seinen eigenen Sohn will ihn umbringen, den Vater umbringen. Und der Vater will nicht gegen den Sohn kämpfen, er ist auf der Flucht und auf der Flucht steht jemand vom Volk Israel auf der Straße und verflucht auf ganz böse Art David vor alle Leute. Schreckliche Worte über ihn. Und dann sagt der Leibwächter, König, lass mich diesen Hund umbringen. Und er hat die Fähigkeit gehabt, sein Schwert zu nehmen und umzubringen. Und David sagt in diesem Moment, wenn Gott es zulässt, dass er mich verflucht, dass ich demütig werde, dann lass es zu, mach ihm nichts. David war bereit zu sterben. Weißt du, wenn du König bist auf der Flucht und jemand verflucht dich vor alle Leute und du hast die Fähigkeit zu sagen, okay, kill ihn, aber er killt ihn nicht, das bedeutet, er ist bereit zu sterben. Ich glaube, es gibt so Momente in unserem Leben, wo Gott uns die Chance gibt, freiwillig dieses Sterben. Wenn jemand dich kritisiert, gib ich keine Antwort. Wenn jemand dich runtermacht, lass es zu. Das ist auch Sterben. Aber wenn in uns noch beispielsweise so viel Fleisch ist und wir kämpfen dagegen, dann sagt Gott, okay, kämpf dagegen, zeig deine Königherrschaft, dann werde ich kommen und werde dir die Zeit des Sterbens geben, um dich so zu bringen, dass er das aus dir machen kann, was er will. Ich liebe dieses alte Pfingstlied, du bist der Töpfer, ich bin der Ton, mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Und weißt du, wie mehr du Gott dienen willst, wie mehr wird er dich formen. Wir würden uns gern selbst formen, stimmt das? Würde uns ganz schön machen. Aber Gott sagt, ich form dich. Im Geist, ich form dich, so wie du sein bist.
gibt schon andere Geschichten in der Bibel drin. Das ist fast die schlimmste. Lazarus. Wir sehen immer dieses Bild von Lazarus, ja, die Auferweckung, alles Mögliche. Aber stell dir mal vor, Lazarus war krank, schwer krank, hat Schmerzen gehabt. Und dann schickt er eine von seinen Schwestern weg, Jesus zu rufen. Die Schwester lässt es weitergeben und die Jünger hören es. Sie müssen, Jesus kommt zurück, Lazarus ist krank, dein Freund Lazarus ist krank. Und die Jünger sagen, Jesus, wir müssen jetzt zurückgehen, dein Freund ist krank. Und er sagt, nee, er lässt ihn sterben. Menschlich gesehen möchte ich sagen, das ist lieblos. Kannst du das vorstellen? Wenn dein bester Freund am Sterben wäre und du hättest die Gabe der Heilung und du und ich, wir würden rennen. Stimmt das? Wir würden zurückrennen, um die Hände aufzulegen, dass der arme Mann nicht leidet. Wir hatten Lazarus sich gefühlt. Er ist krank, er liegt im Bett, hat Fieber und er ist langsam sterbe. Ein Tag nach dem anderen, es wird immer näher. Wie viel Mal denkst du, er und seine Schwester gesagt hat, geh mal raus, lauf mal an die Kreuzung, die Jesus muss kommen, ich weiß, er kommt, ist doch mein Freund. Und die Schwestern sind wahrscheinlich ein paar Mal rausgelaufen und haben geguckt, Jesus, wo kommt er? Und er kam nicht. Wie waren die letzte Stunde von Lazarus, denkst du? Er hat gedacht, bis im letzten Moment, Jesus kommt rein, kommt ihn heilen. Lazarus sei geheilt, aber er kam nicht rein. Und er ist gestorben. Ich weiß nicht, ob du mitgefühlt hast schon einen Tag, was Lazarus in seinem Herz empfangen hat. Das muss schrecklich sein, wenn du weißt, es gibt jemanden, der kann dich heilen und es ist dein Freund und er kommt nicht. Und er stirbt. Was haben die zwei Schwestern gedacht? Warum kommt der nicht? Der hat doch die Nachricht bekommen, er könnte doch schon da sein. Und jetzt stirbt er. Und dann kommt dieser Wunder, kommt ans Grab rein und dann kommen die wunderbaren Worte, Lazarus, steh auf. Warum lässt Gott so etwas zu? Es gefällt mir, ein paar Verse weiter steht geschrieben, dass viele Menschen zum Glauben gekommen sind, nicht wegen Jesus allein, sondern weil sie Lazarus gesehen haben. Kannst du dir das vorstellen? Sie haben Lazarus gesehen und sie wurde zum Glauben, sie wurde wiedergeboren. Sie schaute Lazarus an. Was muss auf diesem Lazarus gewesen sein? Die Auferstehungskraft. Sie schaue, steht in der Bibel drin, sie schaue Lazarus an und sie kommen zum Glauben. Sie sind nicht zum Glauben gekommen durch Petrus oder durch Johannes, nein, durch Lazarus, weil die Auferstehungskraft drauf war. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott seine Auferstehungskraft auf dich legt? Dass Leute dich anschauen und sie kommen zum Glauben. Kannst du dir das vorstellen, Leute, schau dich an. Du brauchst gar nicht zu reden. Und plötzlich fangen sie an zu glauben, fangen an zu weinen, fangen an Buße zu tun, werden wiedergeboren, weil auf dir etwas drauf liegt. Die Auferstehungskraft, die Kraft des Lebens. Aber sag dir vor, dass du die Auferstehungskraft erlebst auf deinem Leben, musst du die Salbung des Todes über dich ergehen lassen. Du musst es erleben, dass du öfters in deinem Leben von König zu Wurm wirst. Vom erfolgreichen Geschäftsmann an die Grenze des Konkurs. Vom erfolgreichen Familienvater, wie alle gesagt, boah, bist du ein guter Vater, eine gute Traumfamilie. Und plötzlich bricht alles zusammen. Vom ausgewogenen Mensch, wie immer so Sicherheit ausstrahlt, von dem wie immer Glaube gehabt hat für Heilung, plötzlich wirst du krank. Und der wie immer Erfolg gehabt hat und plötzlich hast du keinen Erfolg mehr. Und die Leute gucken dich an und denken, der ist wahrscheinlich gesündigt. Aber du hast nicht gesündigt, sondern Gott hat dich hingebracht. Deine Ehe geht kaputt, deine Kinder kommen vielleicht, Problem mit Alkohol. Und dann plötzlich bist du runtergesetzt worden, auch in Gemeinde, so in der Gunst von der Leiterschaft. Du musst etwas nicht stimmen bei dir. Was du bei dir stimmt, alles. Die andere, bei der anderen stimmt etwas nicht, weil sie nicht sehen, was Gott macht.
Da bist du so in diesem Loch drin, bist du Wurm, bist nur noch Wurm. Bis in deinem Leben nichts mehr übrig bleibt, außer Gnade. Und dann fängt an, Jesus Leben, ganz neues Leben in dich reinzumachen. Die Auferstehungskraft. Und dann wirst du, ich will es mal so sagen, eine Aura des Lebens über dein Leben haben. Und die, die vielleicht dich vorher kritisiert haben, die verstehen das gar nicht. Oder einige tun Buße und sie kommen zu dir zurück. In der Natur ist etwas drin, das hat uns ein gutes Beispiel gegeben. Ein Baum. Stell dir mal vor, in deinem Dorf ist ein Eiche, wunderbare Eiche. Und die sind so schön, geben im Sommer viel Schatten, im Frühling, boah, ganz schön. Und dann kommt langsam das Spätjahr, die Spätsaison. Und was passiert? Die Blätter fangen an runterzufallen. Wenn ein Baum reden könnte, was würde denn er sagen? Stehst du? Ein Blatt neben dem anderen. So wie Männer im Alter Haare verlieren. Das ist so wie, ich muss sagen, das ist so wie Sterben. Der Baum ist da und er verliert ein Blatt nach dem anderen. Und ich kann sagen, im Winter, wenn du durch den Wald läufst, es sieht nicht schön aus. Es ist tot. Es ist richtig tot. Die Bäume sind tot. Aber da kommt der Frühling und es kommt ein ganz neues Leben. Und weißt du, was der Unterschied ist? Mein Schwiegervater ist Holzfäller gewesen und da habe ich in den Wald mitgenommen und dann habe ich gesagt, Piero, ich kann sogar zählen, wie alt ein Baum ist. Man kann doch nicht zählen, steht das geschrieben. Sagt er, ja, wenn du den Baum umsägst, dann sieht man an der Rinde, wie alt der Baum ist. Jedes Jahr stirbt der Baum und dann kommt im Frühling eine neue Rinde und der Baum wird immer eins stärker. Und manche Bäume sind, boah, und die sind vielleicht 30, 40, 50, 60, 80 Mal gestorben und immer wieder auferstanden und sind stärker geworden. Jedes Sterben, wie du akzeptierst und die Auferstehungskraft kommt, wirst du stärker werden. Und ich kann das sagen, ich bin auch jemand, wie gern gewinnt, wie gern siegreich ist. Aber ich weiß, dass mein Leben gekennzeichnet ist von dieser Zeit des Sterbens. Und weißt du, wenn diese Zeit des Sterbens kommt, dann habe ich im Prinzip, ich erzähle es niemand und ich hole mal keinen Seelsorger. Und ich weiß, ich muss die Zeit durchstehen. Ganz allein aus Gnade. Und manchmal tut er schon weh, wenn ich ehrlich bin, aber ich weiß, der Piero ist König geworden und Gott kann ihn nicht gebrauchen als König, sondern er möchte ihn gebrauchen als Wurm. Und dann lasse ich diese Zeit bei mich meistens übergehen und sage, Herr, wenn du mich haben willst, ist da. Und dann zieht er den Piero aus, bis er nackt ist, bis er nichts mehr hat zu geben. Ich sage, Gott, ich frage mich, warum du mich rufst, es ist nichts, gar nichts an mir und in mir, wie du gebrauchen kannst. Und weißt du, diese Momente tun weh. Wenn du vor Gott stehst und du weißt, du hast nichts, nichts. Und alles, was du hast, ist sogar noch ein Störfaktor und du hast nichts. Und das sind die Zeit, wenn du an diesen Punkt kommst, wo Gott eine ganz neue Auferstehungskraft, eine ganz neue Salbung, etwas Prophetisches auf dich legt. Und das ist ein Prinzip, wo ich sagen möchte, wo man den Christen sagen muss oder müsste. Es werden Zeiten kommen des Sterbens. Und ich sage dir etwas, kämpfe nicht dagegen. Wenn du es akzeptierst, geht es viel leichter rum, als wenn du kämpfst. Und ich rede jetzt nicht von dämonischen Angriffen, wo jemand dich verflucht hat, wo Gott sagt, steh auf und kämpfe, sondern die Zeit, wo Gott dich ruft, zu sterben ganz neu. Akzeptiere diese Zeit. Sei nicht verzweifelt, sondern hab die Gewissheit, Gott in seine große Liebe wird am Ende dieses Sterben die Auferstehungskraft ein Stück stärker auf dein Leben machen. Und jedes Mal, wie du Zeit hast hinter dir, wirst du die Gewissheit haben, du bist im Geist stärker geworden. Dein Stamm, dein Baum ist größer geworden. Wenn dir ein Evangelist erzählt, du musst dich bekehren und du wirst von Sieg zu Sieg, von Sieg, zu Sieg gehen, dann sage ich, er meint es gut, aber es ist falsch.
Du wirst nicht von Sieg zu Sieg gehen. Du wirst die Zeit des Sterbens in deinem Leben kennenlernen. Und wenn die Zeit rum ist und Gott legt eine ganz neue Auferstehungskraft auf dich, dann wirst du nachsagen können, Gott, danke schön für diese Zeit des Sterbens. Wenn du so weit kommst, wo du Gott danken kannst für diese Zeit, diese furchtbare Zeit des Sterbens, dann bist du ein reifer Christ. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute Abend gerade dran, in dieser Zeit in deinem Leben. Und es hat immer einen Sinn, weil manchmal möchte Gott keinen König haben, sondern einen Wurm. Was ist denn ein Wurm? Es ist etwas, wie nackt ist. Ihr wisst ja, Adam und Eva haben gesündigt und dann haben sie gemerkt, dass sie nackt sind. Früher haben sie immer Gemeinschaft gehabt mit Gott, ganz nackt, und es hat sie nicht gestört. Und dann haben sie gesündigt und haben von diesem Baum der Erkenntnis, gut oder schlecht, und dann haben sie gewusst, sie sind nackt. Und dann haben sie ihre Nacktheit versteckt. Mit einem Feigeblatt. Und manchmal probieren wir unsere Nacktheit zu verstecken durch Werken. Es gibt Christen, denen geht es ganz schlecht und dann probieren sie ganz viel Werke zu tun, um ihre Nacktheit zu verstecken. Versteckt nicht die Nacktheit vor Gott. Geh zu Gott hin und sag, Gott, ich bin nackt, ich habe nichts, nichts, was ich dir geben könnte, was ich dir anbieten könnte. Es ist nichts, was du gebrauchen kannst. Außer du legst etwas auf mich. Und Gott möchte etwas auf dich legen. Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich rufen. Aber es ist ein Preis dazu. Jesus hat uns hochgemacht. Er hat sein Leben gegeben. Und ich glaube, dass dieser gestorbene Jesus muss in uns sein wie der auferstandene Jesus. Du kannst nicht nur im auferstandenen Jesus machen, du musst auch dieser Sterben manchmal in dir drin haben, dass du Verständnis hast. Und ich glaube, das ist so, ich habe so gerade ein Bild, für ein Schloss aufzuschließen, braucht man einen Schlüssel. Und es gibt ganz einfache Schlüssel der Rohlingen. Das sind so ganz alte Schlösser noch, da ist nur so ein Eisenstück wie unter gerade rausgeht, das ist das Schloss. Aber wie wertvoll auch das hinter dran ist, wie komplizierter ist das, der Schlüssel. Und da muss man lang dran arbeiten, bis das Schlüssel hundertprozentig reinpasst. Und ich glaube, Gott möchte mit uns große Türen aufschließen. Auch das Herz von Menschen. Und es gibt Christen, die wollen Rohling bleiben. Ganz normale Christ sein. Aber Gott sagt, es wird eine Zeit kommen, wo es Türe der Erkenntnis, Türe der Wunder, Türe der Vollmacht. Er wird sie aufschließen. Er wird vom Reich Gottes ganz viel bekommen. Aber ich muss manchmal noch feilen an deinem Schlüssel, dass in dieses Schloss reinpasst. Es gibt so viele Sachen, die im Himmel vorbereitet sind für uns, nicht wenn wir gestorben sind, sondern jetzt, von Erkenntnis, von Vollmacht, von vielen Sachen, sie sind da im Himmel. Aber die Schlüssel, wie reinpassen, sind noch nicht ganz fertig. Und wir lassen es manchmal nicht zu, dass an uns gefeilt wird. Und wenn der Herr anfängt, ein bisschen zu feilen, dann rennen wir sofort zum Seelsorgegebet für mich. Und da betet der Herr, mach die Feile wieder weg, bitte, bitte, bitte. Wenn ein Schäflein packt, der packt das nicht. Nein, lass ihn doch manchmal feilen an dir. Lass manchmal es zu, dass er dich auszieht, dass nichts mehr da ist von den falschen Wertgefühlen. Und dann wirst du sehen, wie Gott dein Leben gebrauchen wird, um Sachen aufzuschließen. Ich weiß in meinem Geist drin, es gibt geistliche Räume. Glaubt ihr daran? Es gibt geistliche Räume. Und da sind Sachen drin, wo wir noch vielleicht träumen können. Und Gott möchte, dass wir diese geistlichen Räume aufschließen, dass wir reingehen und andere Leute mitnehmen, dass wir alles holen. Und weißt du, was das Problem ist? Dass bei Christen gibt es ein Problem, Gott gibt die Erkenntnis vom geistlichen Raum,
Ich will nur ein Beispiel geben von Toronto, haben sie einen geistlichen Raum aufgeschlossen und die Leute haben diese Freude im Geist bekommen. Und dann wollte sie da drin in dem Raum Gemeinde bauen. Und Gott hat gesagt, ich möchte, dass du von Tür zu Tür gehst, das eine am anderen aufmachst. Christen tun gern, wenn sie etwas von Gott bekommen haben, eine Religion oder Tradition davon machen. Gott möchte, dass du in deinem Leben eine Tür nach der anderen aufmachst. Das sind Pioniere. Ich möchte einfach noch beten heute Abend. Ich weiß nicht, warum ich möchte, dass du heute Abend dich, dein Herz, dein Geist siehst wie ein Schlüssel. Hat Gott schon dran gefeilt an diesem Schlüssel? Hat Gott schon an diesem Schlüssel gefeilt? Oder ist er gerade dran? Und wie viel Mal hat er probiert und du bist weggelaufen? Und du wolltest nicht mehr. Kannst du dich sehen als Schlüssel? Kannst du dich sehen als Schlüssel, wo Gott feilen möchte? Kannst du heute Abend Gott sagen, stimmt, ich bin ein paar Mal weggelaufen, aber ich möchte es zulassen. Ich möchte, dass du mein Herz, mein Geist gebrauchst wie ein Schlüssel. Und du darfst dran rumfeilen, bis diese Schlüssel in die Tür reinpasst, dass ich sie aufschließe. Im Übernatürlichen, dass geistliche Räume aufgehen. Für mich, für dein Reich, für Menschen. Ich möchte Türen aufschließen. Ich möchte keine Gemeinde der Rohlinge haben, wie durch Predigte immer gestreichelt werden, sondern ich möchte prophetische Schlüssel haben, wie Gott gebrauchen kann, in der unsichtbaren Welt Räume aufzumachen. Da, wo du wohnst, in deiner Stadt, in deinem Gebetskreis, wie du bist, vielleicht in der Gemeinde, wie du bist, dass durch dein Gebet, durch dein Geist Türen aufgehen in die unsichtbare Welt. Und dass ganz neue Salbungen freigesetzt werden, da, wo du bist. Ob es evangelistisch ist, ob es prophetisch ist, ob es Vollmacht ist, ob es Heilung ist, ob es Befreiung ist. In Deutschland sind viele, in der Schweiz sind viele Türen zugegangen, weil Christen die Tradition gelebt haben. Aber ein prophetisches Volk ist gerufen, Türen in der unsichtbaren Welt aufzuschließen. Es hat nichts zu tun, wie heilig oder wie unheilig du bist. Es hat etwas zu tun, dass Gott dich ruft, ein Schlüssel zu sein, um Türen aufzumachen. Ich weiß nicht warum, aber heute Abend, wenn du das total im Geist sehen kannst, wenn du heute Abend im Geist weißt, dass es deine Berufung ist, ein Schlüssel zu sein, wie Gott gebrauchen möchte, um Türen aufzuschließen. Wenn du es weißt und heute Abend es total in dir spürst, dann steh auf. Steh nicht auf, um gesegnet zu werden, sondern steh auf, wenn du weißt ganz genau, es ist deine Berufung. Wenn heute Abend Gott dein Herz berührt, gerade jetzt. Vater, ich zerbreche jede Fluch, wie es verhindern wollte. Jeder Fluch soll zerbrochen sein. Jeder Fluch
die gegen den Plan Gottes geht, soll zur Brauche sein. Und Vater, ich bete heute Abend, dass du diese Schlüssel, diese Männer und diese Frau, wie da sind, dass du sie benutzt und dass sie Türe aufschließen. Türe, die noch zugeschlossen sind. Dass sie Türe aufschließen, die unsichtbare Welt, dass sie in geistliche Räume gehen und schließen Türe auf die Erkenntnis. Und es wird das Land verändern. Weil in die letzte Zeit werden die letzte Waffe und die letzte Erkenntnis Gottes freigesetzt werden. Aber Gott braucht Männer und Frauen, wo in ihrem Herz sie bereit sind, zu sterben und zu leben für Gott. Ein Schlüssel zu sein. Ein Schlüssel zu sein für Jesus Christus. Ein Schlüssel. Wow. Wow. Wow, es berührt dich gerade. Es berührt dich gerade. Jetzt weißt du deine Berufung. Du wirst ein Schlüssel sein. Und du wirst nicht eine Türe, sondern wenn du dich von Gott bearbeiten lässt und diesen Tod manchmal akzeptierst, Wurm zu werden, dann wirst du eine Tür nach der anderen aufmachen. Und du wirst sehen, dein Land wird verändert werden. Es wird verändert werden. Wir werden noch im Gebet diese Woche Türe aufschließen, der unsichtbare Welt für Tunesien. Wir werden Türe aufschließen und es werden Legionen Engel kommen über dieses Land. Es wird Orte geben, wo Engelmenschen begegnen werden. Und auch in diesem Land wird man erleben, wo Leute sich bekehren werden, weil sie Begegnung mit Engel haben. Sie werden Häuser berühren. Gott wird Menschen hier rufen, nicht um einen Job zu machen als Missionar, sondern sie werden Apostel sein in diesem Land. Mit der Autorität, mit der apostolischen Autorität. Sie werden kommen. Und selbst bei den Tunesier wird es einen Tag viele Apostel geben, wie nach vielen Ländern werden gehen. Weil die Türe aufgehen, die Zeit ist reif, die Türe aufgehen, wo die Berufungen freigesetzt werden in diesem Land. Sie werden freigesetzt werden. Und dieses Land wird viele Apostel und Propheten haben. Mit einer ganz starken Autorität. Die Zeit ist reif. Die Türen werden aufgehen. Einige, die von euch da sind, werden ein Schlüssel sein für Länder. Und du wirst eine Zeit haben, wo du total eine Berufung hast, eine Salbung hast, für Länder zu beten. Und manchmal weißt du gar nicht, was du betest. Aber während dass du betest, gehen Türen im Geist auf. Und Gott setzt etwas frei. Setzt etwas frei. In Jesu Namen. In Jesu Namen.